Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe mit unserem Trendfolger Michael Proffe. Tja, auch der schönste Megatrend muss einmal Luft holen, was natürlich nicht heißt, dass er deswegen weniger interessant ist. Ganz im Gegenteil, zugreifen, wenn Megatrends verschnaufen. So lautet unser Motto heute. Und bei welchen Aktien Sie jetzt ganz besonders aufmerksam sein sollten, das verrät uns jetzt hoffentlich unser Trendfolger Michael Proffe. Herr Proffe, der erste Trend, den wir uns mal anschauen, das ist Ross Stores. Sie stellen das Unternehmen ganz kurz mal vor und erklären uns auch, warum dieser Trend so interessant ist. Guten Tag, Frau Altersdorf. Ja, Ross Stores ist in Amerika ein sehr bekanntes Unternehmen. Die Amerikaner kennen das Unternehmen unter dem Begriff Dress for Less. Das ist also ein Unternehmen, wo Markenartikel, Markenkleidung zu günstigen Preisen verkauft werden. Das sind Läden, die sind sehr spartanisch eingerichtet. Da gibt es kaum Verkaufspersonal. Da geht jeder selber durch, sucht sich seine Marken raus, ob das Versace ist, ob das Armani ist, ob das Puma ist, ob das Adidas ist. Da finden Sie alle möglichen Markennamen. Das Unternehmen hat über 1000 Geschäfte in den USA und steigt der Umsatz und der Gewinn des Unternehmens steigt seit Jahren. Schauen wir uns jetzt mal die Entwicklung über die letzten 12 Monate an, was da eigentlich so passiert ist im Vergleich zum S&P. Da sehen wir, dass der S&P in den letzten 12 Monaten 21% zugelegt hat, also der S&P 500, wo die 500 größten Unternehmen der Welt drin gelistet sind. Und Ross Stores hat mal gerade eben mager 8% zugelegt. Wir sehen weiterhin, dass in den ersten 12 Monaten die Aktie parallel mit dem Index gelaufen ist und dann ist sie eingebrochen. Dann ist sie ungefähr um 30% eingebrochen und erst Ende des letzten Jahres war dieser Einbruch beendet und seitdem steigt die Aktie wieder. Also wenn man so das Chartbild betrachtet, kann man sagen, das ist ja ein Nachzügler, der läuft ja gar nicht so sehr wie der Markt. Aber ich sage in dem Moment, solche Momente bei solchen Trends soll man nutzen und einsteigen, denn jeder gute Trend muss man verschnaufen und das schauen wir uns gleich mal an. Ja, Sie haben ja uns Megatrends mitgebracht, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es sich hier auch um einen Megatrend handelt. Wie sieht es denn langfristig aus bei diesem Chart? Ja, genau. Also wenn man nur über 12 Monate sich eine Entwicklung anguckt, dann ist das sehr irreführend in der Regel. Wenn wir uns das mal über längeren Zeitraum anschauen, so wie hier seit 2000, da sehen wir die obere schwarze Linie, das ist die Aktie von Ross Stores mit über 1700%. Die untere rote Linie ist der S&P 500. Der hat in dieser Zeit mager 3% gemacht. Jetzt wissen wir, was ein Megatrend ist. Und wir sehen auch bei Ross Stores, dieser Trend ist also seit über 13 Jahren intakt. Und zwischenzeitlich, das können wir schön in dem Chartbild sehen, immer dieses kleine Gezacke, wie so ein Sägezahn rauf. Immer zwischendurch muss der korrigieren. Er muss Luft holen, um weiter steigen zu können. Passen denn immer dazu die Unternehmenszahlen? Steigt der Umsatz und der Gewinn kontinuierlich weiter von Jahr zu Jahr? Kann dieser Aktienkurs auch steigen? Jetzt hatten wir gerade eine Korrektur gesehen. Die Aktie liegt jetzt ungefähr bei 67 US-Dollar. Der ehemalige Höchstkurs lag bei 70 US-Dollar. Das heißt, diejenigen, die in den letzten Wochen einsteigen konnten, haben jetzt schon einen kleinen Schwung gemacht. Wer einsteigen möchte, sollte jetzt unbedingt schnellstmöglich einsteigen, weil wir werden in den nächsten 12 Monaten hier weitere Kurssteigerungen zwischen 50-70% sehen. Der Trend ist völlig intakt. Die Umsätze steigen weiter, die Gewinne steigen weiter. Das ist das beste Fundament, was ein Trendfolger haben kann. Der Trendfolger wird also weiterhin die Märkte outperformen. Also hier ein Megatrend, wenn auch erst auf dem zweiten Blick. Sie haben uns noch einen anderen Chart mitgebracht, und zwar vom Unternehmen O'Reilly Automotive. Auch hier der erste Blick so ein bisschen schwach. Woher kommt das? Ja, das Unternehmen O'Reilly ist einer der größten Automobilzulieferer in den USA, ist in fast allen Bundesstaaten vertreten. Und auch dort sehen wir, hier habe ich den Blick der letzten 12 Monate mal wieder gezeigt, wir sehen noch einmal den S&P 500 über die letzten 12 Monate, wie der breitere Index also schön aufwärts geht und sehen dazu die Aktie von O'Reilly, die ist gleich am Anfang dieses Zyklus bergab gegangen, hat ungefähr 20% abgegeben und seit letztes Jahr Oktober fängt der Kurs wieder an zu steigen. Ist natürlich in dieser 12-Monats-Sichtweise wesentlich schlechter gelaufen als der Index. Nur wenn man die Trends begleiten will, die ganz großen Trends dieser Welt, darf man nicht über 12 Monate schauen, da muss man über einen wesentlich längeren Zeitraum schauen, wenn man große Gewinne und großen Erfolg haben möchte. Das machen wir doch jetzt mal. Wie sieht es denn hier längerfristig aus? Ja, da sehen wir so ein ähnliches Bild, wie wir es eben schon mal gesehen haben. Der S&P hat in den letzten 13 Jahren diese 3% gemacht und O'Reilly hat 1500% gemacht. Und dort können wir in diesem Chartverlauf auch sehen, dass die Aktie immer mal wieder korrigieren musste, um Schwung zu holen. Und wie ich das schon gesagt habe, wenn ein Unternehmen vom Rückgrat her kerngesund ist, das heißt, wenn die Unternehmenszahlen kontinuierlich von Jahr zu Jahr steigen, die Umsätze steigen und die Gewinne steigen, kann so ein Megatrend über Jahrzehnte gehen. Hier sehen wir das über die letzten 13 Jahre. Wir sehen, dass in den USA die Wirtschaft langsam sich wieder erholt. Das heißt, das ist das richtige Rückgrat, was dieser Trend braucht, um über die nächsten Jahre auch weiter steigen zu können. In den nächsten 12 Monaten sehe ich hier ein Potenzial auch zwischen 50-60% und die Jahre darüber hinaus natürlich weiter.
Aktuell liegt die Aktie auf einem Allzeithoch. Das heißt, die Korrektur im letzten Jahr hat sich ziemlich schnell wieder wettgemacht. Trotzdem kann man jetzt jederzeit einsteigen, weil wir können davon ausgehen, dass wir ein sehr entspanntes, ruhiges Jahr bei diesem Wert sehen werden, weil der schon bereits korrigierte. Herr Professor, Sie haben uns heute ja auch mal zur Abwechslung einen mega Abwärtstrend mitgebracht, und zwar die Aktie von Radio Shack. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie uns diesen Wert schmackhaft machen wollen. Ja, das ist ja sehr oft so. Radio Shack ist in den USA ein bekannter Name. Das ist ein Elektronik-Einzelhändler, ist ein Markenname. Sagen wir mal so, 90% der Amerikaner kennen dieses Unternehmen. 94% der Amerikaner leben in einem Umkreis von 5 Meilen. Da ist irgendwo so ein Laden von Radio Shack. Nun, wenn wir uns diese Entwicklung angucken, auch seit 2000, also seit 13 Jahren, geht dieser Wert kontinuierlich abwärts. Also ein klassischer Abwärtstrend, den man die letzten 13 Jahre richtig gut shorten konnte. Das heißt, man hat über 90% mit diesem Wert verloren. Wir haben gerade gesehen, der S&P 500 hat 3% in dieser Zeit gemacht. Solche Trends können aber jederzeit Gegenwind bekommen und wieder steigen. Und dazu habe ich meine kurzfristige Betrachtung mitgebracht, um das mal näher zu zeigen. Herr Prof., mal eine andere Frage. Wie finden Sie eigentlich diese Megatrends heraus? Ja, ich schaue mir zuallererst die fundamentalen Daten eines Unternehmens an. Also ich hole mir die Unternehmensdaten, spreche dann teilweise mit den Unternehmen, die in meinem Portfolio drin sind, wo ich dann mit den Firmenchefs drüber spreche, was ist die Philosophie des Unternehmens, was ist die Vision des Unternehmens und passt das dann zu den Kennzahlen. Da habe ich 4 verschiedene Kennzahlen, die ich da hauptsächlich nutze. Und diese Kennzahlen müssen über einen längeren Zeitraum eine Aufwärtstendenz haben. Das heißt, ein Zeitraum zwischen 1 und 2 Jahren interessiert mich gar nicht. Kleines Beispiel, wenn ich mir die Umsätze anschaue, interessiert mich, dass die Umsätze langfristig über mehrere Jahre steigen und dementsprechend auch die Gewinne. Wenn da mal ein schwaches Jahr dazwischen ist, heißt das noch lange nicht, dass der Trend gebrochen ist. Also das ist das Fundamental, um einen Trend kennenzulernen. Und dann benutzt man die Charttechnik, um effizienter einsteigen zu können. Ein interessanter Einblick auch dieses Mal wieder. Michael Proffe, vielen Dank dafür. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich fürs Einschalten. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Sie können sich das ganze Interview natürlich auch online anschauen auf unserer Internetseite unter www.drf.fm. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn Sie mögen, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.